glaube nicht, dass Millie sich zu irgendwelchen Drogen verführen lässt. Und wenn du dich täuschst? Ist Millie denn so leicht verführbar? Ich weiß es nicht, aus Trotz vielleicht. Wir haben so sehr gestritten gestern. Ach komm, jetzt tust du so, als wäre Millie total labil. Das ist sie wirklich. In ein paar Tagen bist du bereits an der unbesiegten Luft. Heißt das, ich werde entlassen? Christoph von Anstetten übernimmt die Kaution. Wir können höchstens darauf warten, dass Natascha sich von alleine meldet. Das wird sie bestimmt. Spätestens, wenn das Kind da ist und du den Test machen musst. Natascha will mich nie wiedersehen. Dann wirf dir doch eine von deinen Pillen ein. Weil weißt du, dass ich welche hab? Wenn du welche hast, gib mir auch eine. Oder hast du ein Problem damit? Ich? Du predigst mir doch die ganze Zeit, wie gefährlich das Zeug ist. Ja, über die Straße zu gehen ist auch riskant. Also gib schon her. Geht's noch ein bisschen auffälliger? Jetzt schlucken. Wenn du nicht willst, lass es lieber. Doch, ich will ja. Millie? So, der Espresso. Bitteschön. Danke. Vielleicht reicht der ja als Muntermacher, ne? Nina? Ja, komm sofort. Also, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, dann ist Björn für euch zuständig. Ich muss meine Mutter vom Flughafen abholen. Mhm. Bestell dir schöne Grüße von mir. Mach ich. Tschüss. Hat sie etwas gemerkt? So auffällig, wie du dich verhalten hast, wäre das kein Wunder. Wieso? Habe ich irgendwas Verdächtiges gesagt? Keine Panik. Nina hat nichts gemerkt. Und jetzt Einwurf. Nicht hier. Daniel, was sollen wir denn noch probieren? Wir haben ihre Schwester gefragt, ihre Kommilitonin, ihre Frauenärztin. Wen willst du denn sonst noch alles fragen? Wenn ich doch mal bei ihren Eltern versuche. Ich glaube nicht, dass die was wissen. Sie haben sie doch rausgeworfen. Trotzdem könnte es doch sein, dass Natascha ihnen gesagt hat, wo sie hingefahren ist. Wenn sie es nicht mal ihrer Schwester gesagt hat, dann bestimmt nicht ihren Eltern. Egal, ich frag sie trotzdem. Willst du da anrufen? Ich gehe direkt vorbei, dann können sie mir nicht ausweichen. Vorausgesetzt, sie lassen dich überhaupt rein. Das werden sie schon. Soll ich mitkommen? Nee, besser nicht. Es reicht, wenn ich bei ihnen auftauche. In deren Augen bin ich ja der Böse, der angeblich ihre Tochter ins Unglück gestürzt hat. Hm. Dann kommst du noch mit deiner Freundin. Ja, schon klar. Trotzdem lieb, dass du es angeboten hast. Komm. Wie oft soll ich mich auch wiederholen? Kein Kommentar. Ja, die Firma bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Innerbetriebliche Gründe. Viel Glück. Ja, bis nachher. Wenn Sie das so darstellen, verklage ich Ihr Blatt. Wieder so ein Zeitungsheini? Ach, diese Leute sind dermaßen penetrant. Als ob ich nicht schon genug Ärger am Hals hätte. Ja, dann red doch gar nicht mit denen. Wenn die Staatsanwaltschaft Philipp wenigstens etwas nachweisen könnte. Immer noch keine Beweise? Bis die was rausgefunden haben, das dauert. Ich hoffe wirklich, dass ihr diesen Löhneberg findet, damit er endlich gegen Philipp aussagen kann. Schön wär's. Arno, du darfst nicht aufgeben. Ich werde versuchen, deinen Rat zu beherzigen. Danke. Kann ich mich wenigstens mal revanchieren? Sonst hast du mich ja immer getröstet, wenn ich Probleme mit Natascha hatte. Weiß man inzwischen, wo sie steckt? Daniel ist gerade auf dem Weg zu ihren Eltern. Vielleicht wissen die ja was. Aber die haben sie doch vor die Tür gesetzt, denke ich. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie ihm gesagt hat, wo sie hin ist. Keine gute Zeit für Problemkinder wie uns beide, was? Ist, glaube ich, niemand da. Hoffentlich.
Auf Uli und Tom kann ich verzichten. Keine Sorge, die tauchen so schnell nicht auf. Wir haben sicher Besseres zu tun. Hat sich ja nicht viel verändert hier. Hier. Danke. Was ist? Irgendwie habe ich Schiss. Wovor denn? Du kommst gut drauf und damit hat sich's. Guck. Immer noch der Alte. Super, geht doch. Ich glaube, sie wirkt nicht. Wart's ab. In einer halben Stunde lese ich die aus dem Telefonbuch vor und du lachst dich kaputt. Und dann geht's los zum 48-Stunden-Rave. Warte mal. Mir wäre lieber, wir bleiben hier, solange ich nicht weiß, wie die Pille wirkt. Gut, dann machen wir eben hier ein bisschen Musik. Ist auch schon was Cooles drin. Keine Lust? Ich bleib lieber noch ein bisschen sitzen. Wart's ab. In einer halben Stunde hält dich hier nichts mehr. Dann musst du einfach lostanzen. Wenn du meinst. Arno! Charlie, dein Gastronomieführer. Entschuldige, dass ich ihn jetzt erst zurückbringe. Na ja, mach doch nichts. Danke dir. Und? Ach, frag mich nicht. Irgendwie geht es. Bin schon froh, wenn ich keine Reporter am Hals habe. Ich werde auf jeden Fall des Schneiders zur pressefreien Zone erklären lassen. Entschuldigung. Wenn alles so läuft wie bisher, dann werde ich in Zukunft öfter in Düsseldorf sein. Ich drück dir die Daumen. Danke. So, die Rechnung? Ja. Danke. Hallo. Arno. Hi. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Sieht man das nicht? Doch. Du siehst blendend aus. Ja, ich muss auch noch etwas erledigen. Soll ich dein Gepäck schon mal mit in die Pension nehmen? Oh ja, das wäre lieb. Ich nehme mir dann ein Taxi. Und wenn du willst, kann ich dich fahren. Und setz dich doch erst mal. Danke. Also, bis später. Ja. So, hier hätte ich gerne noch eine Unterschrift. Und ich glaube, ich nehme dann doch noch einen Kaffee. Und du? Ein Espresso, bitte. Gerne. Ja, erzähle. Was gibt's Neues? Ach, eigentlich nichts. Und bei dir? Was führt dich nach Deutschland zurück? Geschäfte. Walter von der Vogelweide. 11:70 bis 12:30. MINT-Sänger und Spruchdichter. Schrieb Lieder über wahre und falsche Minen. Daniel? Ja. Und? Nataschas Vater war nicht da. Und ihre Mutter hat seit Wochen nichts von ihr gehört. Es tut mir leid. Kannst du da nichts hören? Ich bin mir sicher, dass Natascha sich bei uns melden wird. Nee. Dafür hörte sich ihr Abschiedsbrief zu endgültig an. Ja, und nun? Keine Ahnung. Aber ein Gutes hat es ja, dass Natascha abgehauen ist. Na, sie kommt nicht irgendwann angerannt und will ihr Kind zurück, ne? Daniel, vergiss nicht, dass es gar nicht klar ist, ob das Kind von dir ist. Das ist mir mittlerweile egal. Ich hätte mich trotzdem drum gekümmert. Aber es ist nun mal Nataschas Kind. Und sie hat entschieden, dass ich es nicht sehen soll. Damit ist das Thema abgehakt. Hm? Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Mir geht's gut! Hey, ihr seid ja doch da! Oh, ich hoffe, wir haben euch nicht gestört! Sitzt ihr da so rum? Party ist angesagt! Lange nicht gesehen! Alles okay mit dir? Mir geht's besser. Und dir? Ja, prima. Ja, viel Spaß noch, ne? Den werden wir haben. Ey, ihr müsst mitmachen! Da hast du dir aber einen dicken Brocken ausgesucht, alle Achtung. Selbst wenn wir die Firma nicht bekommen, meine beratende Funktion hat trotzdem was Gutes. Ich sehe meine Tochter mal wieder. Und ich dich. Wie läuft's denn so? Bei Brandner Bau immer noch viel Arbeit? Hätte ich das jetzt nicht fragen sollen? Doch, doch, natürlich. Mit einem Auftrag gibt es Komplikationen, aber das passiert im Baugewerbe.
Höhen, Tiefen. Und Themen, die man meiden sollte. Wie geht's denn deinem Cousin, Philipp? Ja, dem habe ich einen Teil dieser Schwierigkeiten zu verdanken. Wir haben uns überworfen und er ist ausgezogen. Oh, das tut mir leid. Viel mehr leid tut es mir um Steffi. Sie hält an Philipp fest und ist mit ihm gegangen. Obwohl sie Bescheid weiß? Er schafft es immer wieder, die Dinge zu seinen Gunsten auszulegen. Gibt's denn gar nichts Erfreuliches, über das wir uns unterhalten können? Doch. Du bist in der Stadt. Was unternehmen wir? Ich muss erst mal ausschlafen. Und du hast ja sicherlich auch noch im Büro zu tun. Du lieber Himmel, ja, wie die Zeit vergeht. Wie verbleiben wir denn? Erstmal, dass ich dich zu dem Espresso einlade. Aber das nächste Mal bin ich da. Davon gehe ich aus. Weißt du was? Ich rufe dich heute Abend an. Dann haben wir beide in den Terminkalender geschaut und können was ausmachen. Ja, ich freue mich. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Mach mal ein bisschen leiser. Hey, der Song ist hier gleich zu Ende. Früher warst du doch auch nicht so lahm. Milli, ich bin noch nie mittags durch die Bude getanzt. Wenn man doch Lust darauf hat. Hier scheint es wieder richtig gut zu gehen. Ja, mir geht's gut. Alles läuft bestens. Außer mit uns beiden. Findest du nicht, wir sollten uns wieder vertragen? Was meinst du dazu, Tom? Ich bin immer für Versöhnung. Und du? Ja, von mir aus ist das okay. Ich wundere mich nur ein bisschen, du warst da stinksauer auf mich. Ach, jetzt ist jetzt. Sag mal, hast du irgendwas genommen? Bloß weil ich mich mit dir vertragen will? Ja, es kommt schon so ein bisschen plötzlich, oder? Ich wollte es schon die ganze Zeit, aber es hat nie gepasst. Ja, ich bin ja froh drüber. Hey, ihr sollt tanzen, nicht quatschen. Milli und ich, wir haben uns gerade versöhnt. Cool. Deshalb wird jetzt getanzt. Aber nicht mehr so lange. Sonst verpassen wir den 48-Stunden-Mega-Race. Haben wir bestimmt noch 45 Stunden. Bist du dir sicher, dass Milli nicht doch was eingeworfen hat? Wenn sie sagt, sie hat nicht, dann glaube ich ihr das. Milli liebt doch nicht. Mann, sie hat mir verziehen. Hey. So, die Minnesänge habe ich jetzt durch. Warum singst du eigentlich nie für mich? Ach, mir ist im Moment nicht danach. Hey. Du hast doch vorhin selbst gesagt, dass du die Sache mit Natascha und dem Kind abgehakt hättest. Das geht nun mal nicht auf Knopfdruck. Wie wär's, wenn wir einfach auf die Eisbahn gehen? Ins Kino? Ich finde, wir sollten uns mal wieder mit Tom und Uli treffen. Ja, wir haben die beiden ewig nicht gesehen. Ja, keine schlechte Idee. Dabei fällt mir ein, mit Milli habe ich auch schon lange nicht mehr geredet. Naja, jetzt, wo Natascha weg ist, könntet ihr euch doch eigentlich wieder vertragen. Ja, mal sehen. Ich muss gleich noch an die Uni. Soll ich dich mitnehmen? Ich habe Nina versprochen, noch ein paar Sachen zu besorgen. Willst du jetzt wieder regelmäßig im No Limits arbeiten? Nee, ich spring nur ein, weil ihre Mutter gekommen ist. Obwohl, wir könnten das Geld schon gut gebrauchen. Was eigentlich mit deinem Zimmer? Natascha ist doch ausgezogen. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Ich kann schließlich nicht ewig hier wohnen bleiben. Arno wirft dich bestimmt nicht raus. Wollten wir uns nicht sowieso was Eigenes suchen? Ja, ich wollte nur nicht damit anfangen, weil ich gedacht habe, du hast da keinen Nerv für. Ach, mit dir zusammenzuziehen, darauf habe ich doch immer Lust. Und Henning? Henning rastlos wie immer. Er liegt im Clinch mit seiner Frau. Sie behauptet, er hätte zu wenig Zeit für sie, würde zu viel arbeiten. Ein mir bekanntes Phänomen. Mhm. Ja, und dann müssen wir jeden Tag damit rechnen, dass Clarissa wieder zu uns aufs Schloss kommt. Aber sie wohnt doch im Hotel. Ja, und von mir aus kann sie ewig da wohnen. Clarissa, eine unendliche Geschichte. Mhm. Ja, und bei dir? Gibt es Neuigkeiten? Hast du diesen Löhneberg gefunden? Leider nein. Die Polizei ermittelt zwar, aber bisher vergebens. Du darfst den Mut nicht verlieren, Arno. Der berühmte Strohhalm, an den man sich klammert. Elisabeth ist wieder in der Stadt. Ach, wie schön. Ich habe sie zufälligerweise im Schneiders getroffen. Ja, wenn jemand dich auf andere Gedanken bringen kann, dann sie. Weiß sie denn schon etwas von den Anschuldigungen gegen dich?
Nein, 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 sie weiß nichts davon. Sie würde auch nichts ändern können. Ich möchte sie mit diesen Problemen nicht behelligen. So, bitte sehr. Na, ausgeschlafen? Och, ich konnte gar nicht erst einschlafen. Was ist denn daran so komisch? Naja, wenn ich frisch verliebt bin, dann kann ich meistens auch kein Auge zumachen. Willst du damit sagen, dass ich mich wieder in Arno... Das hast du gesagt. Unsinn. Arno und ich sind gute Freunde, mehr ist nicht. Wenn du das sagst, wie geht es denn deinem guten Freund? Ja, er wird etwas überarbeitet. Offensichtlich hat Brandnerbau Probleme mit einem Auftrag. Sein Cousin Philipp ist nicht ganz unbeteiligt. Soviel ich weiß, ist Philipp Arno ausgezogen. Die älteste Sandertochter gleich mit. Das hat ihn wohl am meisten getroffen. Verständlich. Sag mal, wie geht's denn bei euch beiden weiter? Arno wollte mich heute Abend anrufen. Oh, hoffentlich hältst du das so lange aus. Oh, ich könnte schon, wenn ich wollte. Deshalb darfst du mir das Telefon geben. Ich will versuchen, ihn in seinem Büro zu erreichen. Warst du denn? Ich hab mir Sorgen gemacht. Wieso? Du wusstest doch, dass ich mit Christian unterwegs bin. Hättest du nicht wenigstens anrufen können? Oder du mich. Das wollte ich, aber du hast dein Handy liegen lassen. Ups. Entschuldige, das nächste Mal rufe ich an, versprochen. Am liebsten wäre es mir natürlich, du würdest die Nächte in deinem Bett verbringen. Mama, ich bin kein kleines Kind mehr. Na gut, wenn du anrufst, soll es mir recht sein. Klingt schon besser. Und wie geht's Christian? Immer noch nicht gut. Es ist nicht einfach, seinen Bruder zu verlieren. Er hat mich gefragt, ob ich ein paar Tage zu ihm ziehe. Du hast doch nichts dagegen. Und was ist mit Tom und Uli? Ach, das ist alles geklärt. So plötzlich? Ja, ich weiß auch nicht, warum wir das bisher nicht hingekriegt haben. Es war eigentlich ganz einfach. Das freut mich. Ja, dann packe ich mal meine Sachen. So. 84 Mark und 30 Pfennig. Plus 5 Mark Trinkgeld. Danke. Danke dir, dass du mir die Sachen mitgebracht hast. Hab ich doch gern gemacht. Nina? Hat Natascha sich zufällig noch mal bei dir gemeldet? Nein. Warte mal, aber eine Britta hat angerufen und sich nach ihr erkundigt. Ich glaube, die beiden waren zusammen bei der Schwangerschaftsgymnastik. Sie hat mich gebeten, Natascha auszurichten, dass sie einen Jungen kriegt. Ist Nataschas Baby auch ein Junge? Natascha wollte sich überraschen lassen. Ja, für mich war das okay. Ich dachte ja, ich sehe, was es ist, wenn das Kind auf der Welt ist. Tja, so kann man sich täuschen, ne? Ja, glaub mir, es ist für euch alle so das Beste. Ja, vielleicht. Ich habe mich trotzdem drauf gefreut, Vater zu werden. Trotzdem wären auf Gabriele und ich Probleme zugekommen. Davor kannst du nicht die Augen verschließen. Ich hab mich sogar schon nach einem Kindersitz umgeguckt. Hey, warte, 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 ich schreibe dir. Danke. Ist dein Besuch schon wieder weg? Ich habe mich gefreut, dass Christoph vorbeigekommen ist. Ein wirklicher Freund. Und was ist mit Elisabeth? Ihr habt euch doch wiedergesehen. Mhm. Wir sind ganz ungezwungen miteinander umgegangen. War schön. Hat Daniel eigentlich bei Nataschas Eltern was erreicht? Fehlanzeige. Die wissen auch nicht, wo sie ist. Aber wenn ich ehrlich bin, so unrecht ist mir das gar nicht. Aha. Vor ein paar Tagen klang das aber noch ganz anders. Naja, ich wüsste schon gerne, wo sie ist. Aber jetzt, wo sie nicht mehr da ist, haben Daniel und ich viel mehr Zeit füreinander. Und außerdem, ich wäre eh total überfordert gewesen. Das kann schon sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Wie kommt er denn damit zurecht, dass Natascha so plötzlich verschwunden ist? Er ist schon traurig, weil er das Kind nie sehen wird. Na ja, ob es seins ist, das weiß man ja auch noch nicht. Na gut, er hat das auch schon wieder weggesteckt. Heute Abend sind wir nach langer Zeit mal wieder mit Freunden im No Limits verabredet. Ja, das ist doch mal ein gutes Zeichen. Ja, aber das ist noch nicht alles. Wir wollen uns eine Wohnung suchen. Nicht, dass du glaubst, dass wir nicht gerne bei dir wohnen. Im Gegenteil. Na, du musst dich nicht rechtfertigen. Ich bin traurig, wenn ihr auszieht, aber ich kann's verstehen. Du bist mir nicht böse?
Ob ihr es glaubt oder nicht, ich war auch einmal so alt wie ihr. Trotzdem fühle ich mich so, als ob ich dich im Stich lassen würde. Ach, mach dir keine Sorgen um mich. Wenn es mir schlecht geht, komm ich vorbei, lass mich bekochen. Das wäre schön. Ist doch erstaunlich, wie sehr euch diese Geschichte zusammengeschweißt hat. Hm. Nach der Sache bringt uns nichts mehr auseinander. Wie lange willst du denn bei Christian bleiben? Weiß ich nicht. So weit waren wir schon. 1-2 Tage, keine Ahnung. Ich sehe schon, so kommen wir nicht weiter. Also melde dich wenigstens zwischendurch mal, ja? Ach, das ist der. Hi. Hi, bist du soweit? Tag, Christian. Hallo, Frau Sander. Millie hat mir schon erzählt. Ja, so ist es eben. Wenn ich irgendwas tun kann? Ein fahrbarer Untersatz, wenn ich uncool. Wir nehmen ein Taxi. Ja, auch gut. Hauptsache, wir können. Ja gut, dann will ich euch auch nicht aufhalten. Millie, melde dich mal. Mama. Ich habe echt gedacht, du hast ihr von unserem E-Trip erzählt. Spinnst du? Was hast du ihr dann erzählt? Die war so freundlich. Meine Mutter glaubt, du hättest immer noch Probleme wegen Heino. Sonst hätte sie nie erlaubt, dass ich zu euch ziehe. Nicht unclever. So, und jetzt lass uns gehen. Ich will tanzen. Hey! Habe ich vergessen, kalt zu stellen? Sekt? Ich erinnere mich gar nicht, den auf die Einkaufsliste geschrieben zu haben. Hast du auch nicht. Den habe ich für deinen und für mich gekauft, für heute Abend. Na, zwei Verliebte, ein Gedanke. Hi. Hi. Du auch? Gibt's eine Sektparty? Deine Freundin hat gerade. Ach so, ja, umso besser, oder? Ja, dann viel Spaß. Danke. Ich mach schon auf. Ich gehe schon mal hoch. Okay. Guten Tag, Frau Ryan. Guten Tag, Gabriele. Arno ist in der Küche. Entschuldigen Sie. Elisabeth. Was ist los? Das wollte ich eigentlich von dir wissen. Ich habe versucht, dich anzurufen. Ich war die ganze Zeit hier. In der Firma läuft nur ein Band. Brandner Bau ist vorübergehend geschlossen. Was hat das zu bedeuten? Hast du dich im Datum geirrt? Wir feiern doch kein Jubiläum oder sowas. Ich brauche doch keinen besonderen Anlass, um dich zu verwöhnen. Hm? Nein? Nein. Es reicht, dass du da bist und dass ich dich liebe. Das hat mir gefehlt. Ja, mir auch. Wir lassen nie wieder zu, dass andere Dinge wichtiger sind, okay? Versprochen. Du bist so... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Dann zeig's mir doch einfach. Ist nicht toll, wenn wir jetzt schon... Was denn? Ich möchte ein Kind mit dir.